Freunde, ich begrüße euch zu einer neuen Folge Tourette am Barett. Heute mit einem Gastreplay vom Spieler Dutz 4 Wutz. Weiß nicht genau, wie man das ausspricht, Kollege. Dutz vor Wutz aus Odin. Ich bin über dieses Replay gestolpert. Wir haben bei uns im Forum so ein Verzeichnis, da steht drin besondere Gefechte. Da kann jeder reinposten, wenn er meint, besonders geil performt zu haben. Und mich hat der E50M interessiert, weil ich jetzt eine zweite Medium-Reihe konsequent weiterspielen möchte. Und da bin ich auf ein Ergebnis gestoßen, was ich sehr gut fand. War auch ein bisschen neugierig, weil es heißt, der E50M kommt im CW nicht mit. Ich weiß es nicht. Wenn wir uns das gute Stück mal kurz anschauen, das ist ein deutscher Tier 10 Medium Panzer. Hat hier die 10,5 cm KWK Kanone drauf. Wir schauen uns das mal hier an. Hat eine Penetration von 270 mm, macht 390 Punkte Schaden und schießt unglaubliche 2542 Schuss pro Minute, wenn er denn darf. Ja, ich habe hier mal den direkten Vergleich, den T62A, der ein bisschen mehr DPM hat, aber deutlich weniger Penetration und weniger Damage. Was kann man noch dazu sagen? Die Genauigkeit bei 0,288, ohne dass ihr irgendwie eine besonders tolle Besatzung oder extra Skills oder irgendwas anderes drin hat, hat 2050 Lebenspunkte. Hat 150 mm Armor nach vorne, 80 zur Seite, unten, und der Turm hat 185 nach vorne, 80 zur Seite. Die Tracks, naja, sind kaum gepanzert. Hier sehen wir es nochmal, wir können es uns anschauen. Relativ gut gepanzert von vorne das Ding. Ich glaube auch hier gilt, dass man ihn ganz, ganz gut von der Seite anwinkeln sollte. Entschuldigung, bisschen. Ja. Und bevor ich euch jetzt weiter mit Technik langweile, denn die bekommt ihr, wie gesagt, auf anderen Channels deutlich besser, würde ich sagen, wir hopsen einfach mal zusammen ins Replay. Ich freue mich, dass ihr wieder da seid, und jetzt bin ich auch mal gespannt. Ich habe das Replay noch nicht gesehen, aber das Ergebnis spricht für sich. Also, gucken wir doch einfach mal rein. So, und da heiße ich euch willkommen auf der Karte Ensk. Wir sehen, Dutz vor Wutz ist zusammen mit Spähpanzer Puma unterwegs und dem Loki-Tier 1973. Gott, bist du alt! Es ist ein 10er-9er-Battle mit zwei Achtern und da sogar einem 7er Scout. Und wir starten von unten. Ich mache hier ein bisschen größer, damit wir was sehen. Loki-Tier und Spähpanzer Puma sind unterwegs in zwei Heavys, einem Hard, dem IS-4 und dem Arm X-50. Ein Spritzer. Und Dutz vor Wutz, der wartet jetzt erstmal. Er macht das Ganze richtig. Er fährt hier nicht raus. Weil, ihr wisst es wahrscheinlich, hier müsste eigentlich ein TD stehen auf B1. Deswegen begibt er sich erstmal in Position. Schaut hier doch in die Ecke. Und ihr hört hier schon die Schüsse knallen. Nachdem er hier auch kein TD zum Support hat, das Objekt bewegt sich noch in die Richtung, begibt er sich erstmal in die Stadt hinein. Vorne finden sich schon die ersten Heavys und sogar Heavys, die jetzt über die Nuller-Linie kommen. Das ist halt natürlich der Scout von diesem Team sehr schnell mit dem Leben und alleine gewesen zu sein. So wie es ausschaut, orientiert er sich einfach noch mal ein bisschen. Das Gegnerteam führt schon 2-0. Schleicht er doch hier lang, weil... Ah doch, da oben steht einer. Ein Heavy. Ob das jetzt so die perfekte Heavy-Position ist, da ist noch einer, das lasse ich mal dahinter, weil ich glaube, die sind woanders besser zu gebrauchen. Hier schießen sie einmal die Kette ab und von hinten kommt dann noch eine vom Type 62, die allerdings nicht durchkommen. Da sieht man es mal wieder.
dass man die Deutschen angewinkelt und erstmal angewinkelt hat, dass sie da erst ihre wirklich unglaubliche Panzerung oder ihre Panzerung einfach unglaublich. So, der Gegner Cap. Da haben wir das Pendant im Gegnerteam, den E-Fuß, der ihn dummerweise schräg steht, quasi zu uns. Und hier wird der E-5 schon behakt. Hier kommen die ersten Schadenspunkte reingeflogen. Wir fällt jetzt aber erstmal dem anderen E-50 nach, der wieder wegfährt und ihm den Arsch zeigt. Was muss man ausnutzen? Das nutzt er auch schamlos aus. Sau. Hier steht 2 zu 6. Er schießt hier schnell und macht eigentlich das, was man mit dem Video macht. Dann mal wegfahren. Und jetzt versucht er eigentlich zu flankieren. Er findet hier die Artillerie. Aus dem Schuss geht John Wayne, wenn er im Sattel sitzt, in vollem Galopp. Aber der für den zweiten Schritt hat jetzt noch ein bisschen Zeit. Wieder ist da der Typ 62. Hey. Konsequent ein bisschen ärgert, aber wieder mal nicht durchkommt. So. Das war ein E-100, der auch seitlich angewinkelt zu ihm stand. Und dann tut er das wieder von hinten einfach so. Aber genau das wird ja eigentlich gemacht. Der Panzer konzentriert sich nach vorne oder muss sich nach vorne konzentrieren. Und durch Verwutz beendet das. Da ist er schon wieder. Der Type 62. Ich kann mir vorstellen, dass er ihn jetzt langsam anfängt zu nerven. Ja, und hier der Gegner fragt schon, wie kann denn der E-50 hinter mich kommen? Und da auch schön gezielt Zeit gelassen. Und ihm wird auch, Tribut gezollt. Jetzt gucken wir mal, in welche Richtung. Der ist 410 und der guckt in diese Richtung. Und der tat richtig weh mit 678. Einem Vorbeigehen noch eine mitgegeben. Und hier. Loki hier auf seinem E-50. Und das nennt man Teamwork. Weit auf einen Gegner wegfeuern. Wir sind jetzt schon bei 2623 Schadenspunkten und 8 Kills. Ich habe das gar nicht so mitgezählt, aber das ging relativ schnell. Jetzt steht 13 zu 9. Schon wieder ein Gegner mit der Seite zu ihm und der E-75, der hier steht. Jetzt ist alle Zeit der Welt. Und holt sich hier auch, ihr seht's, eine Medaille. Wir gehen mal in die Postgame-Stats. So, und da sind wir in der Auswertung. Und da ist sie, die begehrte Pools Medal für 10 oder mehr Abschüsse. Gratulation. Natürlich bei der Leistung auch das Panzerass bekommen, den Duellisten, Fire for Effect. Ja klar, und wer die Pools Medaille hat, der hat auch Top Gun. 78.760 Kröten sind reingeflossen und mit dem Doppelbonus, so möchte man die ersten Spiele des Tages machen, 5.526 Erfahrungspunkte. Da macht das Spiel Spaß. Er wurde hier noch geflamed von einem Spieler, von Ice 1967, Kill Thief, no Teamplayer. Carsten verteidigt sich ja auch völlig zurecht. Ich meine, was soll man machen? Soll er es vorne ausschießen mit den Heavys? In meinen Augen hat er hier alles richtig gemacht. Hat abgewartet, bis er eine Lücke gesehen hat und ist dann schön rumgefahren und hat den Gegnern von hinten den Rest gegeben. Okay. Also er sagt, es ist not a good game. Ich fand schon. Ich kam gar nicht dazu, irgendwie zu schauen, wie viele Kills er weg hat. Mir ist das erst bei 8 so ein bisschen bewusst gewesen. Er steht hier ganz zurecht auf Platz 1. Zusammen mit dem Loki-Tier. Und der Spähpanzer Puma hat sich leider schon ein bisschen früh verabschiedet. Aber so ist es manchmal. Manchmal muss man sich für das Team auch opfern. Er hat 2.991 Schadenspunkte gemacht. So sehen wir es nochmal. 1.340 davon hat er abgeblockt mit seiner Panzerung. Das ist gar nicht schlecht. Ist 1,85 Kilometer gefahren. Ja, alles in allem ein Spiel, das ich sehr sehenswert fand.
wo ich jetzt für mich gar nicht so rausziehen kann, oh, welcher Weg ist der beste? Denn ich glaube, hier ist der Carsten einfach nach Gefühl gefahren. Ja, und deswegen bedanke ich mich für das Replay und hoffe, du hast Spaß, es dir von mir kommentiert anzuschauen. Ich habe dich nicht durch den Kakao gezogen. Das möchte ich nochmal festhalten. Ja, dann vielen Dank, dass ihr da wart. Euer Lieblingsmensch. So, und da sind wir wieder bei der Auswertung. Hier seht ihr es, ihr habt es ja selber mitbekommen. Ein Sieg, Überlegenheitsabzeichen erster Klasse. Gar nicht schlecht. Ich kann euch nicht immer Panzerasse zeigen. So gut bin ich leider nicht. Vor allen Dingen in den hochstufigen Tier-Matches. Ja, Fire for Effect bekommen. Es ist nicht schwer, wenn man ein bisschen auf einem Tock rumschießen kann. Einen Fighter habe ich bekommen. Dann habe ich einen Arsonist, also hier einen Brandstifter, habe ja den einen angezündet. Und dann den Bruiser. Viele Module kaputt geschossen. Ja, Schaden habe ich mit Abstand am meisten gemacht. Was aber wirklich daran lag, dass der Churchill nicht so schnell an dem Tock dran war. Hab vier Fahrzeuge abgeschossen. 1126 Erfahrungspunkte, die Orden gesehen. Also das war ja ein schönes Match in einem schönen Panzer. Ich bin gespannt, wie es ist, wenn der Motor voll erforscht ist und ich eine gute Kanone drauf habe. Vielleicht vergleiche ich ihn tatsächlich mal mit dem Cromwell in einem Video, einfach um zu gucken, ist er vielleicht sogar besser wie der Cromwell, der ja auf Tier 6 im Moment der Medium-Panzer ist, den man am meisten sieht und das auch zu Recht. Aber all diese Fragen werde ich ein andermal beantworten. Bedanke mich fürs Zuschauen. Und freue mich, dass ihr dabei wart. Bis bald, euer Lieblingsmensch.